die Hänge des Golms luden am Samstag zu einer ganz besonderen Partie Golf ein und knapp 120 Menschen, meist in traditioneller Tracht gekleidet, folgten der Einladung. Die motivierten Charity-Golfer wurden vom engagierten Team im Haus Matschwitz begrüßt und mit dem passenden Start-Equipment ausgestattet. Neben Golfschläger und Bällen durften auch Startnummer und Schnapsglas nicht fehlen. Die Nummer erstmal richtig zurechtgerückt, steigte die Vorfreude auf das Benefizspiel ins Unermessliche. Also ich bin das erste Mal dabei. Susi hat mich mitgenommen heuer und das Wetter passt zurzeit noch. Genau, also ich bin schon ein paar Mal dabei gewesen. Ich glaube jetzt das vierte oder das fünfte Mal schon. Und es ist immer wunderschön, ob es schneit oder regnet oder so schön ist wie heute. Es ist egal, es ist immer cool. Dass beim Turnier der gute Zweck und Spaß im Vordergrund stehen sollen, wird spätestens bei den Geschichten der gesundheitlich benachteiligten Menschen deutlich. Nach Kindern wie Jonas, Lea und Rosa soll auch der Erlös der diesjährigen Veranstaltung Montafoner Familien, die es nicht so leicht im Leben haben, etwas unter die Arme greifen. Demonstrativ wurden Luftballone in den Himmel gelassen und heranfliegende Flugzeuge empfangen, in denen Kindern ein unvergesslicher Flug über das Ländle ermöglicht wurde. Die Grundidee ist eigentlich vor neun Jahren entstanden, am richtigen Golfplatz. Und wir haben uns da überlegt, wir möchten irgendwas Gutes tun, was Gutes tun für Familien, was Gutes tun für Kinder, die nicht so auf der Sonnenseite sind wie wir. Und ja, so ist das entstanden, aus dem Spaß raus. Und jetzt machen wir es neun Jahre und sind eigentlich die zweitgrößte Charity, Privatcharity in ganz Österreich. Und haben rund 600.000 Euro eingespielt in den acht Jahren. Heuer ist ja das neunte. Die Veranstaltung bewegt viele im Land und so durfte man sich auch dieses Jahr wieder auf zahlreiche Sponsoren freuen. Mit Rauch, Vornburg, Albler, Pfanner und Gutmann, Generali und Ilwerke sind einige zu nennen, die das Golfturnier unterstützen. Auch Sporthersteller Heitz möchte sich die Möglichkeit nicht nehmen lassen, etwas Gutes zu tun. Ja gut, wir haben ja einige von den Leuten, die das aktiv mitbetreiben bei uns in der Firma, der Rainer Salzgeber. Ich bin befreundet auch mit der Familie Scholl hier vom Hotel Montafonerhof. Und heuer ist es wirklich einmal ganz gut ausgegangen und ich freue mich, dass ich das erste Mal dabei sein darf. Neben einigen neuen Teilnehmern lassen sich auch gut bekannte Gesichter blicken. Dieter Bitschnau ist ein Teilnehmer der ersten Stunde und weiß das Engagement der Veranstalter und das Herzblut des Projektes zu schätzen. Es ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Wir sind da erstens mal in einer schönen Region, wo ich zuerst mal gehört habe, vom Golm, Eigolf. Ich habe einmal Platzreife gemacht, ich weiß, wie es geht. War für mich unvorstellbar als Hausberg, wo man Skifahrer ist, da Eiholzen. Es ist nicht nur das, dass es so ein schöner Tag ist, sondern mit der Möglichkeit, was wir haben für Leute, die es brauchen, die nicht zu Fuß gehen können, die im Leben schwer haben. Und man hat von Anfang an immer die Idee, dass wir im Montafoner für Montafoner helfen können, war für mich eigentlich, ja, da musst du einfach dabei sein und dass wir mithelfen können. Waren die Golfschläger und Bälle erst einmal poliert, hieß es, sich in Gruppen einzuteilen und mittels Militärfahrzeug der Bergrettung zu einem der neuen Flies zu gelangen. Die ersten Schläge stellen manchmal noch eine sehr große Herausforderung dar, doch das richtige Gläschen Schnaps brachte den Ball ins Rollen. Geht schon super, ich habe natürlich einen super Fly mit fünf super Männern und den macht das Ganze locker. Wir haben sowieso einen super Start. Organisatoren haben uns ja diese berührenden Geschichten erzählt und das macht alles noch einmal viel leichter und das ist einfach eine super Sache und das taugt mir einfach da immer dabei zu sein. Ich bin jetzt schon das siebte Mal dabei und ich werde sicher noch die nächste Mal immer dabei sein. Zweieinhalb haben wir heute schon gehabt. Aber gestern haben wir einiges mehr vernichtet. Hilft so ein Schnaps so beim Abschlag, dass das alles ein bisschen lockerer von der Hand geht? Ja, unbedingt, unbedingt. Ohne geht's ja gar nicht mehr. Die Hüfte muss mit. Als besonderes Highlight dreht seit Freitag die neue GCG-Gondel ihre Runden am Golm. Die Gondel soll über das ganze Jahr hinweg auf das Charity-Projekt hinweisen und die Menschen erreichen. Besonders hat man sich hier über die Unterstützung von Golm-Silvretter Lühnersee Tourismus gefreut. Das Design wurde von der bekannten Vorarlberger Kommunikationsagentur zur GAMS entworfen, von Online-Dekor perfekt umgesetzt und der GCG-Charity zur Verfügung gestellt.
Am Ende der Veranstaltung blickte man nicht nur auf ein spaßiges, etwas flüssiges und einzigartiges Golfturnier zurück, sondern man darf sich auch über 120.000 Euro erspielten Spendenerlös freuen. Geld, das vieles bewirken wird und Montafoner-Familien etwas Last von den Schultern nehmen wird. Vielen Dank für die Unterstützung.